Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, als Stadtverordnetenvorsteher blicke ich auf das jetzt zu Ende gehende Jahr 2021 natürlich aus kommunalpolitischer Sicht. Es war ein spannendes Jahr für die Politik, es war ein ereignisreiches Jahr für die Politik. Was ist passiert? Am 14. März fand die Kommunalwahl statt und am 29. April die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Es gab einige Dinge, die wir früher so in diesem Maß nicht hatten in den früheren Legislaturperioden. Wir erinnern uns bei der ersten Sitzung, dass aus 11 politischen Gruppierungen Stadtverordnete Platz genommen haben im Stadtparlament. Die CDU, die SPD, die WSR, die Grünen, die Linke Liste Solidarität, die FDP, die Freien Wähler, FNR, ABI, ADR und AfD. 11 politische Gruppierungen. Es gab eine Phase der Konsolidierung und aktuell, das muss man so sagen, gestaltet sich unser Stadtparlament aus der Fraktion der CDU. Das sind 10 Mandate, die SPD hat 10 Mandate, die Grünen haben 10 Mandate, die WSR 9. FDP plus 3 Mandate und dann gibt es noch einzelne Stadtverordnete. Es gab eine längere Phase, in der sich einzelne Abgeordnete zu anderen Fraktionen dazugesellt haben. Was bedeutet das? Die Parlamente, unser Parlament in Rüsselsheim, die Stadtverordnetenversammlung, ist heterogener geworden, ist bunter geworden und das hat Herausforderungen ergeben an die Politik. Der Ältestenrat beginnt an Bedeutung zu gewinnen, weil es gibt keine klaren politischen Mehrheiten mehr. Es gibt mittelgroße Gruppen, ich habe die Stärken genannt, die versuchen, die Politik in Rüsselsheim zu gestalten. Das braucht seine Zeit, das hat seine Zeit in Anspruch genommen, aber es spielt sich ein und es funktioniert. Aber es ist ein höherer Bedarf an Kommunikation. Das muss etwas moderiert werden und damit ist es auch in meiner Funktion als Stadtverordnetenvorsteher eine größere Herausforderung, dies im Ältestenrat zu organisieren und Mehrheiten zu suchen, Kompromisse ausfindig zu machen. Das gelingt mehr und mehr, aber es ist für uns als ehrenamtliche Politiker eine, und Politikerinnen natürlich eine große Herausforderung. Ja, wir haben große Themen in diesem Jahr abgearbeitet. Ich fange mal hinten an, das Thema Haushalt. 2021 war ein solches schwieriges Thema. Wir haben jetzt vor wenigen Stunden, muss man fast sagen, einen genehmigten Haushalt bekommen, aber auch eine Aufgabe. Wir müssen konsolidieren. Es ist eine Arbeitsgruppe gebildet worden unter der Leitung des Oberbürgermeisters mit den Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen, die sich darüber Gedanken machen müssen, wie wir den Haushalt finanzierbar machen, wie wir konsolidieren. Andere wichtige Themen, ich nenne ein paar wenige. Ja, Opelflächen, ein Thema, das uns über Jahre begleiten wird. Eine große Chance für die Stadt Rüsselsheim. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich in großer Einmütigkeit, das muss man an dieser Stelle sagen, positioniert. Wir wollen diese Herausforderung annehmen. Wir haben uns zusammengeschlossen, trotz der unterschiedlichen politischen Interessen, weil alle erkannt haben, dass dies ein wichtiges Zukunftsthema für unsere Stadt ist. Andere Themen, die Eselswiese, auch da soll sehr viel passieren. Das war ein großes Thema, Quartier im Ostpark, da geht es um Wohnen in der Innenstadt. Aber auch natürlich die Schulen, Stichwort Sophie-Ofel-Schule, ganz aktuell die Parkschule, wie geht es mit den Schulen in Rüsselsheim weiter? Bildung ist für alle ein wichtiges Thema. Immer ein Thema Kitas. Rüsselsheim ist eine junge Stadt, ist eine wachsende Stadt. Wir brauchen Kitas. Das kostet Geld. Wie gestalten wir diese Kitas? Wie bringen wir es überein mit Umweltschutz, mit Umwelt? Es geht um Bäume, die gefällt werden sollen oder nicht. Aber auch Grundsatzthemen, wie das Thema Videoüberwachung hat uns beschäftigt. Thema Sicherheit, Thema Innenstadt. Immer wieder auch die Umwelt und wie gehen wir damit um? Beispielhaft Love Family Park. Eine große Veranstaltung in Rüsselsheim, die viel Zuspruch gefunden hat, aber sie findet auf einem Bereich statt, der auch der Natur überlassen werden sollte oder auch nicht. Welche Kompromisse kann man hier finden? Wichtige Fragestellungen, mit denen wir uns in der Stadtverordnetenversammlung auseinandergesetzt haben. Aber auch der Alltag, sage ich mal, Verkehrschaos in Rüsselsheim.
Ein langes Thema, viele Baustellen in der Innenstadt, viel Ärger, viel Missmut, weil natürlich keiner steht gerne im Stau. Wir alle wollen den fließenden Verkehr nutzen und wollen schnell von A nach B. Das ist nicht immer möglich. Und da stellen sich natürlich auch Fragen, ist denn alles optimal organisiert? Auch damit hat sich die Stadtverordnetenversammlung auseinandergesetzt. Weiterhin nach einer Kommunalwahl werden natürlich auch wichtige Personalentscheidungen getroffen. Wer sitzt in welchen Gremien und wie gestaltet sich die Führung? Wir hatten eine wichtige Auseinandersetzung. Es wurde der Antrag gestellt, dass Stadtrat Kraft abgewählt werden soll. In einem zweistufigen Verfahren gab es erst eine Mehrheit dafür, dann eine Mehrheit dagegen. Das bringt natürlich politische Unruhe. Und man muss es leider so sagen, es ist auch ein Zeichen für eine gewisse Instabilität, weil es keine klaren Mehrheiten gibt. Wir kennen das auf der Bundesebene. Wir haben eine neue Bundesregierung. Da gibt es die Regierung, die aus drei Parteien besteht, eine neue, und es gibt eine Opposition. Wir haben das im Stadtparlament nicht. Es gibt keine klaren Regierungskoalitionen, weil die mittelgroßen Blöcke sich nicht absprechen konnten, sich nicht vereinbaren konnten. Das macht es schwieriger, Politik zu gestalten, aber es ist nicht unmöglich. Es bedarf eines Moduses, verschiedenen Modi, wie man damit umgeht. Ich habe es schon angesprochen, Stichwort Ältestenrat. Es bedarf mehr Kommunikation. Wir sind aber auf einem guten Weg, das zu organisieren, um unsere Stadt ordentlich zu regieren. So muss das auch sein. Ich fasse zusammen, das ist schwieriger geworden. Es ist eine Herausforderung. Es ist hier und da auch instabiler. Ich habe gesagt, weil sehr, sehr viele politische Gruppierungen im Stadtparlament vertreten sind. Und das ist auch eine grundsätzliche Frage. Damit muss sich Politik auch auf höheren Ebenen einmal auseinandersetzen. Müssen wir etwas verändern, damit wir stabilere Mehrheiten in den Parlamenten bekommen? Denn ich denke, auch das ist ein hohes Gut, dass es nicht zu Zufallsentscheidungen kommt, sondern dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger sich auch verlassen können. Was haben wir gewählt? Was bekommen wir dafür? Und da braucht es auch Stabilität. Das ist nun einfach mal so. Insgesamt muss ich sagen, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage im politischen Geschäft. Die politische Kultur, die Debattenkultur ist mit kleinen Ausrutschern besser geworden. Insbesondere im Ältestenrat haben wir eine sehr konstruktive Debatte, obwohl dort strittige Themen diskutiert werden. Und es wird gestritten, aber der Stil ist insgesamt gut. Ich habe es gesagt, mit kleinen Hängen ab und zu mal, da muss man auch mal korrigierend eingreifen und sagen, so nicht. Aber im Vergleich zu früheren Zeiten, denke ich, ist hier ein Fortschritt zu erkennen, wie politisch in Rüsselsheim gearbeitet wird. Ich freue mich und bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben. Wir im Stadtparlament machen das alle ehrenamtlich. Das ist eine tolle Arbeit, die ehrenamtlich geleistet wird. Da gilt es, Danke zu sagen. Danke der Verwaltung, die uns hier unterstützt hat. Danke aber auch der Presse, die über unsere Arbeit berichtet. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich, dass über Radio Rüsselsheim viele auch der Stadtverordnetenversammlung folgen und darüber diskutieren in den sozialen Netzwerken. Auch das soll so sein. Das ist Demokratie. Möglichst viele Menschen mitnehmen und beteiligen an Politik. Leider war es dank Corona in Anführungszeichen nicht möglich, die ein oder andere Bürgerversammlung zu machen. Das hätte jetzt nicht gepasst. Aber sobald das möglich ist, werde ich als Stadtverordnetenvorsteher auch dazu einladen. Ja, soweit kurz und knapp in einem Parforce-Ritt durch das politische Jahr 2021. Mir bleibt es jetzt noch, Ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Genießen Sie diese Zeit, schalten Sie ab. Sie wissen, wegen Corona bitte keine großen Ausflüge, keine Besuche. Wir sollen uns nicht in großen Gruppen treffen. Denken Sie daran, aber denken Sie an die Menschen, die einsam sind. Man muss sie ja nicht unbedingt persönlich besuchen. Man kann sie anrufen, man kann einen Brief schreiben, man kann eine E-Mail schreiben, man kann eine WhatsApp schreiben. Tun Sie das. Denken Sie an die, denen es nicht so gut geht, die vielleicht ein bisschen einsam sind an den Feiertagen. Suchen Sie den Kontakt, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt persönlich sein muss. Mit diesen Wünschen für die Weihnachtsfeiertage und mit den besten Wünschen für das kommende neue Jahr darf ich mich verabschieden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.